Herzlich willkommen zu Unterwegs in Dessau 29. Ich zeige euch heute das Luisium. Zwischen den Gartenanlagen in Waldersee versteckt sich eine hübsch angelegte Parkanlage, die sogar auf der Liste des UNESCO-Weltkulturerbes ist. Die Parkanlage gehört zum Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Im Garten selbst wirkt alles etwas intimer und vertrauter als im Wörlitzer Gartenreich. Im Gegensatz zu den englischen Gärten ist die Umgebung sehr strukturiert. Der Garten wird durch kleine Plastiken und Bauwerke belebt. Zum Beispiel die Grotte, der Gartenpavillon, das Schlangenhaus oder eine Orangerie. Im Luisium verstarb Fürst Leopold III. Am 9. August 1817, 10 Tage nach seinem Reitunfall. Der Garten wurde nach 1990 erneuert und gehört seitdem zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der Garten ist frei zugänglich. Das Schloss kann kostenpflichtig im Rahmen einer Führung besichtigt werden. Das Luisium wurde im Jahr 1774 im Grünen des Vogelherdes im englischen Stil errichtet. Es war ein Geschenk von Leopold III. An seine Gemahlin Luise, deshalb heißt es Luisium. Entworfen wurde das Landhaus von Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorf. Es ist äußerlich schlicht und in edler Form gehalten. Im Erdgeschoss befindet sich ein Festsaal, der mit sehenswerten Reliefs, Malereien und dunkelgrünen Stuckmarmor bestückt ist. Der Rest des Hauses ist stimmungsvoll und elegant gehalten. Soviel zum Luisium und der Gartenanlage. Ich verabschiede mich schon wieder an diesem Sonntag. Wünsche euch natürlich noch einen wunderschönen Sonntag. Und bis zum nächsten Tag oder unterwegs in Dessau-Video. Tschüssi!